So, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Rome Tolovar 2 mit den Seleukiden und es hat sich noch nicht viel verbessert, würde ich sagen. Also ihr seht ja selbst, also hier überall Feinde. Das finde ich so interessant, weil das kann ich gar nicht. Das kenne ich gar nicht. So. Genau, ich war jetzt, ich war jetzt im Urlaub, bin jetzt wieder zurück, heißt, ja, wobei, also, ja, ich habe so vorproduziert, dass, ich war vor einer Woche im Urlaub, also ein bisschen was gibt's noch. Okay, und jetzt darf ich diesen dieses Ärgernis hier aufräumen, was der Tobi, der Vergangenheits-Tobi mir hinterlassen hat. Okay. Hab ich da noch eine Chance für uns gesehen? Weil gerade, ehrlich gesagt, sehe ich keine. Also hier habe ich noch, warte mal, stell mal kurz das Glas weg. Da, die sprudelt ein bisschen und das hört man. So, also ich habe hier eine Full-Stack-Armee, also eine Fast-Full-Stack-Armee. Ich hätte gerne den jetzt angegriffen, weil der in Gewaltmarsch ist, aber das geht nicht. Also das da ist gut hier unten. Also hier unten ist safe. Jetzt ist die Frage, wenn der da hier in Palmyra angreift, was habe ich hier nochmal? Pikiniere. Ja, ganz gut. Das wäre ganz gut. Die wäre sicher, wenn die ganz wären. Aber die sind ja halb tot. Hier 40 von 160. Ein Viertel ist das. Okay, also wenn die jetzt hier angreifen würden, ist Palmyra weg. Wenn die beiden das jetzt nacheinander angreifen würden, ist die zu... Ja, wobei hier habe ich gute... Also hier habe ich drei Pikiniere und Elefanten. Die könnte ich verteidigen, wenn die sich dämlich anstellen. Also die Athener sind sehr viel gefährlicher als die da. Die haben ja nicht wirklich was. Die da sind jetzt auch sehr, sehr krass. Also die haben wahrscheinlich drei Adelige. Hier wahrscheinlich auch. Dann wahrscheinlich zwei oder drei Schwerter. Ne, vier. Mindestens vier Schwerter und dann Heerbanner. Sechs und Steinschneider. Zwei Runden, dann... Ja, dann kapitulieren die. Die Frage ist, ob es Sinn macht, die jetzt im Stich zu lassen und dafür hier unten das safe zu halten oder Tyros wirklich also die Armee hierhin zur Verstärkung schicken. Also von strategischen her wäre das zweite wahrscheinlich die bessere Wahl. Weil Tyros, mei, dann fällt es halt. Aber das, die Armee fällt, das ist dann schon kniffliger. Okay. Schauen wir mal, was die KI macht. Und dann entscheiden wir dann. Es ist halt
Es ist halt heftig. Okay, der greift an. Okay. Das könnte sogar ganz gut sein. Der hat genau, ja, so wie gedacht eigentlich. Vier galaktische Schwerter. Boah, okay, eine Legionärseinheit. Okay, die da sind wurscht. Die, ja, Freiherrbanner. Okay, ja, gut. Gerade aus dem Urlaub und schon wird gefightet, aber das, ja, das war ja irgendwie, irgendwie war es ja klar. Also, wenn ich bei Sparta irgendwie, also bei der Spartaner, Sportau, bei der spartanischen Worte kommen aus meinem Mund heraus und machen keinen Sinn. Bei der spartanischen Kampagne, Dankeschön. Wenn es mir da zu langweilig wird, weil die Kämpfe mal, ist wirklich keine Herausforderung mehr, dann gehe ich hier hin und lass mich ein bisschen, ja, lass mich ein bisschen feiern, sage ich mal so, weil alle wollen zu mir und das ist schön für mein Ego. Jeder weiß, dass das nicht stimmt. So. Okay. Die da kann ich. Okay, wie stelle ich mich hier auf? Am liebsten. Also rausgehen tue ich nicht, weil dafür sind die viel zu schwach. Ich lasse sie hier das Ganze einnehmen. Wie weit schießt der? Na, kann ich hier nicht sehen. Okay. Wobei, bei dem kann ich sehen. Okay. Warte, schauen wir mal kurz. So ungefähr, ja. So, ein Drittel, sag ich mal. So war das. Ein Drittel hier. Und ein Drittel ungefähr bis hier. Also könnte ich mich rein theoretisch hier aufstellen. Könnte ich mich hier aufstellen? Die Gefahr ist, also, nee. Ich stelle mich hier auf, weil die Gefahr ist, dass er hier von drei Seiten kommt. Das ist mir zu gefährlich. Sorry, mein Handy hatte vibriert. Hier ist es besser, weil da kann er nur von zwei Seiten kommen. Das ist hier um einiges besser. Die mache ich mal defensiv. Ihr kommt so. So und. So, genau. Und ihr kommt. So. Also hier ist er wirklich die Hauptsache. Droy. Hier ist wirklich die Hauptsache, dass die Seite, also dass die Seiten von der Phalanx geschützt sind. Alles andere ist egal. Okay, der Mob geht hier hin. Die gehen hier hin und schießen dann hier runter. Hoffe ich doch, dass sie das machen. Aber dann stelle ich mich doch hier hin. Dann stelle ich mich doch hier so schräg hin. So. Und hier kommen die zwei Elefanten hin. Okay. Die halten mal die erste Welle ab. Und dann, wie gesagt, kommt der Elefant. Ah, der ist so ein guter. Das ist ein richtig guter General. Ich hoffe, der bleibt am Leben. Okay, die Kataphrakte kommen hier hin.
Die da kommen hier hin. Die können schön den hohen Bogen rüberschießen. Und die stellen sich hier hin. So. Gut. Nach Adam Riese sollte das vielleicht funktionieren. Eventuell. Eventuell. Achso, okay. Nee, ich dachte gerade, der hat schon 25 gekillt. 15. Beides wäre krass. So, ihr bitte mit Signalschuss erstmal. Damit die schon mal ein bisschen demotiviert reinkommen. Wäre ganz herrlich. Der Feind hat die Tore eingenommen. Ja, das kann passieren. Kamelbogenschützen! Ja, wenn ich... Also, das kann man so gut verteidigen, wenn man jetzt 4 Pikiniere hätte. Also vor jedem Tor rein und du hast gar keine Probleme. Also überhaupt nicht. Du hast 0,0 Probleme. Okay, jetzt mache ich mal brennenden Schuss. Das verstehen wir, das ist ja herrlich, dass ihr das versteht. Ihr sprecht also auch Deutsch. Das ist gut. Und jetzt nochmal. Ich hol mal den da. So, bist du dir sicher, dass du das machen willst? Ich glaube nämlich nicht. So, schneller Angriff mache ich mal hier. Männer wanken. Okay, jetzt müssen die langsam her. Nochmal schwerer. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Anblick. Okay, jetzt müssen die los. Unser General wird angegriffen. Gut, das funktioniert. Freie Heerbanner sind hier. Warte, die müssen hier hin. Eure Befehle, mein Herr. Eine gesamte Einheit ist umgekommen. Die müssen dahin. Und die müssen hier Hammer und Amboss machen, die Kataphrakte. Und die müssen...
Das habe ich jetzt wieder falsch gemacht. Also in so einen Plop darf man die eigentlich nie schicken. Wieso sind... Oh krass, die haben gelitten. Die haben gelitten. Eine unserer Einheiten ist im Raserei. Ja, bitte Geschwindigkeit nicht. Okay, ihr geht mal weg. Du darfst auch weg. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein Schädlicher. Okay, weg da, weg da. Der Turm macht zu viel Schaden. Hier auch wieder weg. Hier auch wieder weg. Du auch weg. Okay, das ist jetzt hier auch nicht ganz so gut. Wieder zurück. Eine gesamte Einheit ist umgekehrt. Unser General ist gefallen. Okay. Gut. Eure Befehle, mein Herr. Wir erwarten eure Befehle. Ja, der General war echt super. Aber der hatte jetzt zu viele Fernkämpfer leider. Die Fernkämpfer waren stark. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Anblick. Die waren richtig stark. Na gut, dann habe ich jetzt eine Armee verloren. Eine gesamte Einheit ist umgekommen. Boah, eine Armee verloren. Wir erwarten eure Befehle. Das ist bitter. Eine gesamte Einheit ist umgekommen. Wenn die es jetzt schaffen, meine Hauptstadt einzunehmen, dann gibt es eigentlich keine Hoffnung mehr. Wir haben einen Siegpunkt verloren. Dann gibt es keine Hoffnung mehr. Eine gesamte Einheit ist umgekommen. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Boah. Das ist ein schändlicher Angriff. Ich würde es mal interessieren, ob ich das irgendwie anders geschafft hätte. Wenn ich mich am Tor aufgestellt hätte. Dann wären wenigstens seine Bogenschützen nicht hinterher. Wisst ihr was? Das probiere ich nochmal. Aus folgendem Grund, weil wie gesagt, also wenn er jetzt Antiochia erobert, habe ich nur noch zwei Städte, vielleicht nur noch eine Stadt und eine Armee. Dann müsste ich mich komplett... Okay, also ich probiere es jetzt nochmal. Mache ich mal off-screen, also offline. Und schau mal, ob das möglich ist. Wenn ich es schaffe, okay, cool. Wenn nicht, dann spielen wir so weiter und schauen, was man machen kann, wenn man am Arsch ist. Gut, also, dann dieses Mal eine kurze Folge. Nur 20 Minuten, aber warte mal.
Die, ja, jetzt ist da nämlich eine Vollstreckarmee. Okay, Antiochia ist erstmal safe, aber da ist jetzt Galatien noch und die da. Okay, die gehen weg, die kommen wieder. Okay, jetzt kommen die nach da wahrscheinlich. Okay. Okay, gut. Also rein theoretisch ist es möglich. Der wird jetzt leider auch ziemlich... Oh nein, Quitri. Quitri ist tot. Okay, naja, Quitri hat ja noch eine Fullstack-Armee. Ich kann denen halt gerade nicht helfen, ne? Wobei, ich könnte mit denen hier nach Jerusalem zurück und die irgendwie ablenken. Okay, also, gut. Ich versuche das einmal jetzt zu verteidigen. Und wenn es nicht funktioniert, dann sieht es so aus, wie es jetzt aussieht, nächste Runde. Nächste Folge. Und Anna, ja, wenn ich schaffe, dann sieht es besser aus. Pergamon. Pergamon will mir helfen, hoffentlich. Gut, dann mach's gut. Bye bye.